75% sind nicht genug. Die Dragon Ball Geschichte muss weitergehen und damit auch die Dragon Ball GT Saga. Ja, Keanu ist nicht mehr mit dabei jetzt erst einmal. Wir machen jetzt ohne Gastkommentator weiter. Das heißt auch niemand mehr, der mir jetzt im Moment mal tolle Tipps gibt. Ja, ich muss mich jetzt alleine durchschlagen irgendwie. Oh, weia. Und das gegen diesen Gegner hier. Ja, die besiegten Cyborgs sind wieder da. C-17! Und noch ein C-17. Sie haben sich in Super 17 verwandelt. Aber was hat das damit auf sich? Wir erfahren es jetzt. Thanks to Goku's actions, Baby's plans are crushed. Peace returns for the moment. Resurrected from the underworld, 17 has become stronger and now blocks Goku. Ja. Gut, die Beschreibung ist ein bisschen lückenhaft mal wieder, aber was soll's. Wir müssen einfach nur kloppen, das ist das Wichtigste. Es ist ein neuer Gegner aufgetaucht und wir müssen ihn kloppen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, was wir wissen müssen. Krillin ist übrigens mal wieder gestorben. Okay. Wir werden dir die Hölle zeigen, Super 17! Aber ab jetzt wird's wirklich heftig, also... Ich habe das gegen Baby schon gesehen, es wird jetzt nahezu alles gekontert, was ihr irgendwie vorhabt. Und das bei sehr overpowerten Gegnern, die unheimlich viel Schaden machen, während man selbst als kleiner Junge hier praktisch wirklich auf die Szenarien angewiesen ist. Das ist wirklich übel. Ihr seht schon, das ist echt irre schwer geworden. Die Gegner sind ab jetzt einfach nur noch extrem über... Ja, einfach overpowered, das ist wirklich so. Was da auf einem zukommt, das ist heftig. Ich bin jetzt schon fast am Ende. Ja, aber wenigstens habe ich den wilden Sinn nochmal eingeschaltet. Und jetzt... Kommt Energiegespamme. Es nützt ja nichts. Haha! Sehr gut. Ja, mach schon! Sonst haben wir wirklich keine Chance in diesem Kampf. Schluss jetzt, Super 17! Ja. Ich mach dich alle, du Penne. Oh, er hat sich auch... Nein! Oh. Musste der sich jetzt auch wegteleportieren? Der Penner! Oh, nein! Nicht auch noch das kontern. So. Und? Ja. Und das hinterher. Mist. Donnerwetter. Autschi, Autschi. Und au. 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 Na schön. Nimm dies. Der Kampf ist jetzt zumindest ein bisschen offener als noch mit dem kleinen Son Goku. Und jetzt! Verdammt! Oh! Das hier! So ein Mist. Jetzt ist dieses Kamehameha hängen geblieben. Ich glaub das nicht. Im Felsen! So! Und das! Die Teleportation hat's gerichtet.
Und das war's. Das war doch gut. Danach wurde es doch noch ganz gut. Besser als ich dachte. Oh mein Gott. So arrogant. Ach, Herr Jemine. Du hast keinen Grund, arrogant zu sein. Denn der stärkste Gegner, der steht noch vor uns. Aber erstmal haben wir freigeschaltet den vierfachen Super Saiyajin Son Goku. Aus GT. Ist das nicht herrlich? Yay. So, und wir haben jetzt Sonnenkrieger 6000 Grad Power freigeschaltet. Was für ein Gegner steht denn nun vor uns? Ich kann so viel verraten. Das ist ein Gegner, den wir aus Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 noch nicht kennen. Den gibt's erst in diesem Spiel. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist das einzige Dragon Ball Spiel, in dem er als spielbarer Charakter auftaucht. Ja, nur over Shenlong. Bin mir gerade nicht sicher, wo taucht er, in welchen Spielen taucht er noch auf? Vielleicht wisst ihr es. Mit ziemlicher Sicherheit. So, legen wir einfach mal los. Goku and Pan continue on their travels to collect the scattered Dragon Balls once again. At that time, they meet one of the Shadow Dragons, Nova Shenron. Having felt Nova Shenron's strength, Goku's heart starts to pound as the fight starts. Ja. Gut. Der Schattendrachen Nova Shenron. Gehen wir ihn an. Eigentlich ist er ganz nett. Aber das nützt uns für den Moment leider noch nichts. Im Moment ist er ganz und gar nicht nett. Also müssen wir uns erstmal ordentlich stärken hier. Haha! It seems I might have a good fight with you. Immer auf die Kleinen. Ja! Ich weiche erstmal ein bisschen aus. Der Typ muss mir jetzt noch nicht hier im Nahkampf begegnen. Hör auf. Ach komm, so erwischst du mich doch nicht. Das Problem ist, ich erwische ihn so auch nicht. Au, ja, ja, das hätte ich mal abwehren können. Oh, 3700 damit? Ihr seht also wirklich, wie overpowered die Gegner hier sind. Das ist echt übel. Ach, komm schon. Komm doch einfach mal auf mich zu. Was soll denn das? Immer dieses Energiegespamme hier. Ich kann den Nachbildschlag noch nicht anwenden. Den könnte ich nämlich hier sehr gut gebrauchen. Bevor ich den nicht habe, werde ich auch noch nicht in den Nahkampf übergehen. Man weiß ja nie. Na bitte, jetzt kommt er endlich mal. Aber gleich kann ich auch den Nachbildschlag einsetzen. Sehr gut. Und jetzt wird es hoffentlich ein anderer Kampf! Na toll, jetzt kann ich sowieso den Event starten. Kann ich ihn noch ein bisschen schwächen? Autsch! Okay, keine gute Idee. Ist das toll, er kriegt keinen Sonnenbrand mehr ab sofort. Ja, der Super Saiyajin hat Lichtschutzfaktor 40 oder sonst was. Oder 50? Gibt ja, ich glaube mittlerweile sogar 50, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ha! Das war fies. Ich hätte damit gerechnet, dass ich ihn nochmal krieg. Okay. Schluss jetzt, no! Oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ha! Ah. Das gibt's doch nicht. Ja, wirf mich weg.
Gut. Dann müssen wir wieder auf die andere Technik zurückgreifen. Das hier! Na! Ah! Nein! Unglaublich. Das ist doch... Boah, das ist doch bekloppt hier! Dieser Kampf ist kein Vergnügen. Vielleicht jetzt mal. Ja, ein Glück. Aber diesen Kampf können wir leider trotzdem nicht mehr gewinnen. Dafür haben wir einfach zu viel Energie schon verloren. Ah. Mist. Wie ärgerlich. Der Typ hat uns aber auch wirklich übel erwischt im Nahkampf. Das war jetzt ganz toll. Oh ja. Dass ich das überlebt habe gerade, ist ja ein reines Wunder. Ah. Und das war's. Schade. Fast nochmal spannend gemacht, aber der Typ hat uns am Ende trotzdem besiegt. Aber gut. Ist nicht weiter tragisch. Wir machen's nochmal. Jetzt bin ich auch ein bisschen besser auf ihn eingestellt. Eventuell gelingt es uns auch, wenn wir mit Son Goku nochmal ein bisschen mehr Schaden machen mit dem Kleinen. Weiß ich nicht, ob das eine Auswirkung macht. So, probieren wir's nochmal. Ich halte mich aber nahkampfmäßig nach wie vor mal ein bisschen zurück. Es geht hier nur darum, Schaden zu machen. So, genau so auf diese Art und Weise. Erstmal gucken, ob wir dem Typen noch irgendwie ein bisschen Energie abziehen können. Die Taktik bleibt vorerst mal dieselbe. Ich will mal gucken, dass ich ihm im Nahkampf noch erstmal ausweiche. Wenn das irgendwie möglich ist, ja. Das gibt's nicht daneben. Oh. Weil es bringt doch einfach nichts im Nahkampf. Es ist unglaublich. Na los. Na, eventuell können wir auch unseren Finisher anbringen. Aber dafür muss jetzt alles sitzen. Genki-Dama! Es hat natürlich nicht hingehauen. Ja. Der Typ. Jetzt fängt er an, mich die ganze Zeit zu beschießen. Aber ich habe noch nicht allzu viel Energie verloren. Noch will ich mal gucken, ob ich ihm nicht vielleicht noch irgendwie Energie abziehen kann. Ob mir das für den Kampf mit dem Super Saiyan 4 irgendwas bringt. Das war zum Beispiel sehr, sehr stark. Okay. Ja! Das wird nichts. Ja, das wird nie was. Lass mich in Ruhe. Vielleicht kann ich den Nachbildschlag nochmal anbringen. Was haben wir noch? Die Sonnenfaust. Ja, das bringt mir hier nichts. Oh Gott! Und jetzt muss ich das Event auslösen. Scheiße. Gut. Hat nichts genützt. So. Nimm das! Oh Gott! Ah, sehr gut. Ich war schneller. Wir hätten als Kind vorhin vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schaden machen können in dem Kampf, den ich verloren habe. Da habe ich ja dann doch aus Sicherheitsgründen sehr schnell den zum anderen Event dann gewechselt. Und was ist denn jetzt auf einmal los? Warum... Warum funktioniert das jetzt so reibungslos? Lag vielleicht wirklich an der Genki-Dama.
hättest du auch von Anfang an tun können, Son Goku. Oh Gott. Also entweder hatte ich gerade enorm viel Glück oder ich habe mich vorhin nur angestellt. Vielleicht etwas aus beidem. Nova Shenlong ist ein weiterer Charakter, den wir freigeschaltet haben. Sehr gut. Und Leute, die nächste Saga ist freigeschaltet. Ultimativa Super Gogeta. Ach ja. Der nächste Event. Wahnsinn. GT steht kurz vor dem Abschluss bereits. Aber der heftigste, schwierigste, stärkste aller Gegner steht noch bevor. Der stärkste Antagonist, der im Dragon Ball Universum bisher aufgetaucht ist. Super Shenlong. Ja, gib alles, Großvater. Aber erst im nächsten Part. Bis dann, euer Weehawk, LP.